Wir haben das Konzept kollegialer Hospitation ja schon über mehrere Semester getestet in unserem Hochschuldidaktik-Lehrgang. Und da haben die ersten Erfahrungen sehr, sehr stark darauf hingedeutet, dass das für unsere Lehrenden ein ziemlich produktives Konzept ist. Es sind nahezu allen Feedbacks vorgekommen, dass die Möglichkeit, einander wechselseitig über die Schulter zu schauen, in der Lehre wirklich sehr starke Aha-Effekte bringt. Je mehr man sie aus seinem Fachbereich hinaus wagt und bei jemandem zuschaut, der aus einer ganz anderen Fachcommunity kommt, umso stärker waren letztendlich die Effekte. Wieso man das machen sollte, auf alle Fälle, weil man sich weiterentwickelt, ist wieder eine Chance, dass man sich und die Lehre und den Unterricht weiterentwickeln kann, dass man dazulernen kann, wie gesagt, dass man Inspiration findet. Und für mich ist es auch immer extrem spannend, Kollegen und Kolleginnen zu sehen und wie sie den Unterricht gestalten. Also das finde ich extrem spannend und ja. Ich habe es sehr, sehr spannend gefunden, einfach mal ein themenfremdes Gebiet, Lehre in einem themenfremden Gebiet zu erleben, einfach weil da völlig neue Inhalte kommen, auch die Methoden unterscheiden sich zum Teil und trotzdem sind aber die Probleme, mit denen man als Lehrender dann konfrontiert wird, doch immer wieder dieselben und es ist sehr, sehr spannend, da zu erleben, wie Kolleginnen und Kollegen damit umgehen. Hospitiert habe, dann war das, habe ich sehr viel gelernt dabei, insofern als ich auch die Vorgehensweise von der anderen Kollegin kennengelernt habe, die selbstverständlich eine andere ist als die eigene, weil jeder anders an eine Lehrveranstaltung herangeht und das viel praktischer für mich umzusetzen war oder auch etwas daraus zu lernen, als wenn ich jetzt etwas theoretisch gelesen hätte oder theoretisch darüber gesprochen hätte, da ich direkt den Eindruck der Studierenden gesehen habe, wie die auf die Lehrveranstaltung reagieren und auch eine neue Herangehensweise, andere Herangehensweisen von anderen Kollegen und Kolleginnen kennengelernt habe. Ich denke, es bringt vor allem sehr viel, wenn man seine eigene Lehrveranstaltung weiterentwickeln will oder die eigene Rhetorik oder Didaktik einmal kritisch reflektieren möchte, was sicher immer Sinn macht. Wie kommt man zu einer kollegialen Hospitation? Empfehlung, man kommt einfach zu Skill und bekommt da garantiert eine Empfehlung für einen produktiven Hospitationspartner. Kann natürlich auch ohne Skill-Kontakt passieren, indem man einfach auf seinen Büronachbarn zugeht. Was wir aber empfehlen, was aus unserer Sicht das Spannendste und Produktivste ist, bewusst in ein anderes Stockwerk, bewusst in einen anderen Fachbereich zu gehen, wenn ich Sozialarbeiterin bin, vielleicht bewusst in die Medientechnik zu gehen, wenn ich Medienwirtschaftler bin, vielleicht bewusst in den Gesundheitsbereich zu gehen und einfach dort einmal anhand einer konkreten Lehrveranstaltung zu schauen, wie läuft dort Lehre und was kann ich mir von dort abschauen. Skill versucht dabei, den Prozess zu strukturieren. Wir haben einen übersichtlichen Leitfaden zusammengestellt, der unterstützen soll beim Vorgespräch, bei den Beobachtungsschwerpunkten während der Hospitation, beim Auswertungsgespräch und bei der kurzen schriftlichen Dokumentation zum Schluss. Beim Hospitieren ist es sehr anstrengend, wirklich auf die Methode und auf die Didaktik zu achten. Grundsätzlich habe ich Erfahrung gemacht, ich als Techniker hospitiere viel lieber in nicht-technischen Studiengängen, weil es ist für mich immer die Inhaltsfalle besteht. Das heißt, wenn ich einen technischen Studiengang hospitiere, dann konzentriere ich mich großteils auf den Inhalt, aber nicht auf die Methode und auf die Didaktik. Deshalb bin ich für mich draufgekommen, bevorzuge ich nicht technische Studiengänge, um die Methoden zu betrachten.
dann würde ich sagen, das ist sicher etwas, was sich auszahlt. Es ist sehr einfach, es ist kollegial, unkompliziert und es ist einfach sogar mit der am wenigsten zeitaufwendigen Methode, um etwas Neues zu erlernen.